Ich grüße Sie, Herr Patzelt. Ja, schönen guten Morgen. Also 5% in Hamburg, 25% in Sachsen. Bei der AfD zeigt sich die Republik geteilt. Es ist ein drastisches West-Ost-Gefälle. Liegt das jetzt an der besonderen Stärke der AfD oder an der besonderen Schwäche der anderen, vor allem der Union? Ich glaube, man muss die AfD-Erfolge immer in Verbindung mit der CDU bringen. Die AfD ist dort besonders stark, wo nach der Wiedervereinigung der Union ein nachgerade kindliches Vertrauen entgegengebracht worden ist. Dieses Vertrauen hat die Union in weiten Bereichen verspielt, sei es dadurch, dass sie keine stabilen Regierungen geschafft hat, sei es dadurch, dass sie eher eine an den Großstädten orientierte oder an Westdeutschland orientierte, eher sozialdemokratisierende oder grün betonte Politik gemacht hat. Das kommt insbesondere in den ländlichen Gebieten Ostdeutschlands nicht an. Und als die AfD aufgrund von solchen Bindungsschwächen der Union immer größer wurde, da hat die Union im Osten sich nicht etwa bemüht, die zur AfD abwandernden Wähler wieder an sich zu binden, sondern sie hat sie sozusagen beschimpft, hat sie allesamt als dumm, demokratieunfähig, nachgerade als Kryptofaschisten beschimpft. Und das lassen sich dann irgendwann Leute nicht mehr gefallen. So, glaube ich, lautet in schlichten Worten die klare Ursachenlage des Aufstiegs der AfD verbunden mit dem Abstieg der CDU. So, jetzt gibt es die ersten Rücktrittsforderungen aus der Jungen Union Sachsen und Niederschlesien beispielsweise. Auch der Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich sehr kritisch geäußert, was jetzt den Wahlkampf von Armin Laschet angeht. Das Blame Game beginnt also. Welchen Anteil hat denn Kretschmer und welchen Laschet? Naja, dass die Union in Sachsen, weil sie sich auf Sachsen beziehen, so schwach ist, dafür kann der gute Laschet nichts. Die Union lag schon bei der letzten Bundestagswahl in Sachsen hinter der AfD und da war bekanntlich Angela Merkel die Spitzenkandidatin der Union. Es ist schon so, dass die Stärke der AfD von der Schwäche der Union in den neuen Bundesländern verursacht worden ist. Und früher hatte man dann alle Hoffnung darauf gerichtet, dass die Spitzenkandidatin Merkel die Union dennoch vor östlicher Unpopularität rettet. Das ist vorbei. Die Laufkundschaft, welche Angela Merkel an die Union gebunden hat, sie kehrt wieder zu den Originalparteien, Sozialdemokraten und Grünen, zurück. Die Stammkundschaft ist verprellt. Und da konnte Laschet, auch wenn er nicht sozusagen der größte Charismatiker der deutschen Politikgeschichte ist, und obwohl er vielleicht tatsächlich nicht der bestmögliche Kanzlerkandidat gewesen ist, da kann man ihm nicht den größten Anteil an der Schuld für den Niedergang der Union in den neuen Bundesländern zuschreiben. Trotzdem verlangt die Werteunion jetzt personelle Konsequenzen. Welche denn? Naja, das müssen Sie die Führung der Werteunion fragen. Ich bin ja bloß ein einfaches Mitglied. Aber mir scheint, dass das, was gefordert wird, ein klareres Profil der Union ist. Klar machen, wofür steht die Union, wenn sie ausnahmsweise nicht für sozialdemokratische und grüne Positionen steht? Was wäre ein aufgeklärter, moderner Konservatismus, mit dem man jene, die nicht mittig und natürlich auch nicht links sind, wieder an die Union binden könnte? Und wer könnte in der Union glaubwürdig für eine solche Ausrichtung stehen? Das sind die etwas undifferenzierten Forderungen der Werteunion. Und wer könnte das sein? Das ist völlig unklar im Moment. Die Personaldecke der Union ist dermaßen dünn, dass sich niemand aufdrängt. Und alle, die jetzt Rücktrittsforderungen sonst noch erheben, die haben im Wesentlichen die eigene Karriere oder wie Söder die eigene kommende Landtagswahl im Sinn, bei der sie aus der Oppositionsrolle heraus ihren eigenen Niedergang zu vertuschen bzw. zu stoppen hoffen. Sagt Professor Werner Patzelt. Besten Dank für das Gespräch. Dankeschön. Gerne.